Hallo und herzlich willkommen bei CES. In diesem Video erfahren Sie, wo Sie unseren Schließplan finden, wie Sie diesen richtig ausfüllen und Ihre Bestellung ohne Probleme bei uns aufgeben können. Gleich zeige ich Ihnen, wo genau Sie das Schließplanformular finden und dann gehen wir detailliert auf die einzelnen Schließanlagenarten ein. Sie lernen den Aufbau einer ZHS-Anlage, einer Z-Anlage, einer HS-Anlage und einer GHS-Anlage kennen. Zum Ende hin erhalten Sie außerdem einen ganz kleinen Überblick über unsere gängigsten Produkte aus der Mechanik. Den Schließplan finden Sie unter www.ces.eu. Im Download-Bereich hier oben. Wenn Sie diesen öffnen, haben Sie hier oben links die entsprechenden Filtermöglichkeiten. Und neben dem Schließplanformular finden Sie dort auch ganz viele andere Produktinformationen. Sie sehen, ein kleiner Blick ins Download-Center lohnt sich also. So, hier sehen Sie schon einmal das Original-Schließplanformular. Wir werden diese Tabelle nun gleich gemeinsam Schritt für Schritt ausfüllen. Vorab möchten wir Ihnen jedoch den Hinweis geben, dass es für unsere Abläufe im Werk sehr wichtig ist, dass auch wirklich nur dieses Formular zur Bestellaufgabe verwendet wird. Eigene Dateien oder Pläne verzögern leider die reibungslose und schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung. Wir starten mit einer ZHS-Anlage, einer sogenannten Zentralhauptschlüsselanlage. Hier sehen Sie den einfachen Aufbau. Es gibt einen Hauptschlüssel, der den Zentralzylinder schließt und gleichzeitig auch noch den Heizungskeller. Die Wohnungen A, B und C haben entsprechende Einzelschließungen mit der Berechtigung für den Zentralzylinder. Der Anspruch an eine ZHS-Anlage ist es immer, dass die Mieter mit ihren Wohnungsschlüsseln sowohl die Eingangstüre als natürlich auch ihre eigene Wohnung und dann zum Beispiel den Heizungskeller oder den Briefkasten, was es dann auch immer noch für Schließungen gibt, mit einem einzigen Schlüssel schließen können. Untereinander dürfen die Wohnungen sich aber natürlich nicht öffnen lassen. Was ich gerade schon erwähnt habe, sollten Briefkästen gewünscht sein, die jetzt hier nicht mit eingezeichnet sind, dann ist es wichtig, dass den Wohnungen und den Briefkästen die gleiche Schloss- und Schlüsselnummer zugeordnet wird. Das sehen wir gleich im Schließplan nochmal. Und wie der Schließplan für so eine Anlage aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Gemeinsam tragen wir jetzt erst einmal Schritt für Schritt alle wichtigen Felder ein und starten hier oben links. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, handelt es sich um eine Neuanlage oder um eine Erweiterung? In dem Fall ist es eine Neuanlage. Hier setzen Sie dann bitte das entsprechende Kreuzchen. Das geforderte System ist in unserem Beispiel unser DU5-Profil. Die Anlagenart ist, wie gerade schon kurz erklärt, eine ZHS-Anlage. Sollten Sie in Zukunft eine Erweiterung beauftragen, dann setzen Sie das Kreuzchen bitte hier. Und tragen darunter auch die bereits vorhandene Anlagennummer mit ein. Bei Neuanlagen bleibt das Feld mit der Anlagennummer natürlich leer, weil Sie die erst im Nachgang von uns erhalten. Wenn Ihnen Ihre Kundennummer aus unserem Hause bekannt ist, wäre es schön, wenn Sie diese ebenfalls direkt mit eintragen. Was ist für uns zusätzlich eine wichtige Information? Wer ist Ihr Endkunde und wo ist die Schließanlage verbaut? Das können Sie dann hier bei Kunde und bei Objekt eintragen. Das erleichtert uns einfach die Dokumentation und sollten Sie in Zukunft Fragestellungen zu diesem Objekt haben, können wir das einfach viel schneller klären. Ja, das waren jetzt praktisch erstmal die Standardinformationen. Nun geht es ein bisschen ins Detail. Wichtig ist zu Beginn, tragen Sie bitte immer für jeden Zylinder die Positionsnummer ein. In dem Fall haben wir als Beispiel jetzt einfach mal gleich 5 Positionen aufgeführt, die haben wir jetzt hier gleichzeitig einfliegen lassen. Bei Index tragen Sie bitte nichts ein. Das ist eine Spalte, die für uns im Werk relevant ist. Bei der Tür- und Raumbezeichnung können wir Ihnen nur den Tipp geben, dass Sie dort auch tatsächlich etwas eintragen, denn das erleichtert am Ende, gerade bei großen Schließplänen, ungemein die Übersicht für Sie und auch für uns. Bei dem nächsten Feld, SSN1, handelt es sich um die sogenannte Schloss- und Schlüsselnummer. Diese kann bis zu 7 Zeichen betragen und meint die Bezeichnung für die Zylinder und den dazugehörigen Einzelschlüssel. Sollten Sie für die Bezeichnung mehr als 7 Stellen benötigen, trägt man im Feld daneben bei SSN2 einfach noch die weiteren Zeichen ein. Wichtig ist, Buchstaben und Zahlen sind in jeglicher Kombination möglich, auch Schrägstriche oder Kreuzchen.
Ein Punkt geht allerdings leider nicht. Die Abkürzung ZYA meint die Zylinderanzahl, also wie viele Zylinder von dieser Schließung werden benötigt. Beim nächsten Feld, Zylindertyp, tragen Sie bitte unsere Artikelnummer ein. Die gängigsten Zylindertypen zeigen wir Ihnen am Ende nochmal mit den dazugehörigen Artikelbezeichnungen. In der Spalte Zusatz muss man in der Regel nichts eintragen, es sei denn, es gibt, wie zum Beispiel in diesem Fall bei Position 5, einen Knaufzylinder und die Knaufform muss ausgewählt werden. Dafür steht dann hier in dem Beispiel der Zusatz H-NF. Dann gibt es noch den Punkt SA. Damit ist die sogenannte Sonderausstattung gemeint, wie zum Beispiel die Verschleißfestigkeit oder der Bohr- und Ziehschutz. In dem Fall benötigen wir keine Sonderausstattung, deswegen bleiben die Felder hier einfach leer. Im nächsten Punkt tragen wir die Färbung ein. Die sollte natürlich immer mit angegeben werden. Wir haben unsere Standardfärbung, das ist Messing matt vernickelt und in dem Fall auch direkt die Nummer 1. Wenn andere Färbungen gewünscht sind, haben Sie hier mittig auf dem Schließplan die Möglichkeit, die andere Färbung auszuwählen und tragen dann hier einfach die entsprechende Nummer ein. In den nächsten Feldern, Länge I und Länge A, tragen Sie die Länge für die Innenseite und für die Außenseite ein. Hier ist es eigentlich nur wichtig zu sagen, dass auf jeden Fall darauf geachtet werden muss, dass für unsymmetrische Zylinder die korrekten Maße für die Innen- und Außenseite angegeben werden, denn das ist natürlich gerade für die Knaufzylinder extrem wichtig. Nun kommen wir zum Feld S-M. Das steht für die Anzahl der mechanischen Schlüssel, die benötigt werden. Hier gibt es tatsächlich eine kleine Besonderheit. Wenn Sie hier vorne bei ZYA zum Beispiel 3 Zylinder reingeschrieben haben, weil Sie 3 Zylinder von dieser einen Schließung benötigen und möchten aber für jeden Zylinder auch 3 Einzelschlüssel haben, dann dürfen Sie hier hinten nicht 3 reinschreiben, sondern dann müsste hier 9 drin stehen. Denn hier muss tatsächlich immer die Gesamtanzahl aller benötigten Einzelschlüssel drinstehen. Das ist aber auch das Einzige, was es hier zu beachten gibt. Das Gleiche würde für S-E gelten. Das wären dann die Schlüssel, die Sie für die Elektronik benötigen. Wir haben ja die Möglichkeit, mit Hilfe von sogenannten Kombischlüsseln die Elektronik und die Mechanik zu kombinieren. Sollte also so ein Schlüssel benötigt werden, würde man das hier entsprechend eintragen. Und hier gilt natürlich auch die Gesamtanzahl der tatsächlich benötigten Schlüssel. Nun haben wir erst einmal alles Wichtige eingetragen und würden nun die entsprechenden Schließfunktionen zuordnen. Im Kopf hier oben rechts befinden sich alle übergeordneten Schlüssel. Wir haben bei der Bezeichnung jetzt noch nichts eingetragen. Es könnte aber durchaus sein, dass der Hauptschlüssel, also der HS, für die Technik bestimmt ist. Und dann könnten Sie hier oben bei der Bezeichnung einfach noch die Technik mit reinschreiben. Ganz generell ist es auch wichtig zu wissen, dass die übergeordneten Schlüssel oder die Funktionen für die übergeordneten Schlüssel immer senkrecht nach unten gelesen werden. Das werden Sie gleich sehen, wenn die einzelnen Schließfunktionen einfliegen. Dann ist es hier extrem übersichtlich und Sie können sofort sehen, welcher Schlüssel in welchem Zylinder die entsprechende Schließberechtigung hat. Unter den Bezeichnungen sehen Sie hier unten die Nummerierungen. Da wird das eingetragen, was tatsächlich auf dem übergeordneten Schlüssel stehen soll. Der Zentralzylinder wird ebenfalls immer dort aufgeführt, um die Funktion der Einzelschlüssel darzustellen. Jetzt würde ich sagen, tragen wir einmal die Anzahl der Schlüssel ein. Hier ist es wieder E für Elektronik, M für Mechanik. Im Beispiel wird allerdings nur ein mechanischer Hauptschlüssel benötigt. Der HS schließt ja, wir erinnern uns kurz an das Beispiel zurück, nur den Zentralzylinder und den Heizungskeller. Nun sind senkrecht nach unten hier entsprechende Kreise eingezeichnet. Der Kreis sagt aus, welcher Zylinder durch den HS geschlossen wird. In dem Fall ist es nur der Zentralzylinder und der Heizungskeller. Das I sagt aus, welche Einzelschließung welchen Zentralzylinder öffnet. Das sind die drei Funktionen hier unten. Und das Z steht natürlich immer für die Zentralschließfunktion. Die findet man dann hier nochmal wieder. Ja, nun wären wir schon fertig mit dem Ausfüllen des Schließplans für die ZHS-Anlage. Als nächstes schauen wir uns eine Z-Anlage an. Hier sehen Sie nun eine einfache Zentralzylinderanlage. Der dazugehörige Schließplan sieht so aus. Sie sehen, wir haben wieder das gleiche Dokument. In dem Fall sind nur alle relevanten Felder schon einmal befüllt.
Hier finden wir zum Beispiel nun auch eine Eintragung bei dem Feld Sonderausstattung. In dem Fall steht jetzt VF drin, das steht für verschleißfest. Auch wieder gleich ist hier das Z für die Zentralzylinderfunktion und die einzelnen Schließungen sind wieder mit I gekennzeichnet. Wir können hieraus also ablesen, dass Wohnungen A, B und C alle drei in den Zentralzylinder schließen dürfen. Untereinander gibt es aber keine Schließberechtigung. Nochmal als Erinnerung. Die Leserichtung für die übergeordneten Schlüssel ist immer senkrecht nach unten. Bei den Einzelschlüsseln müssen wir den Plan jedoch waagerecht lesen, also Wohnung 1 kann nur sich selber schließen und in den Zentralzylinder. Nun geht's weiter mit einer HS-Anlage. Der Arzt dieser Praxis möchte nur einen Schlüssel dabei haben und damit seine Wohnung und die Praxis öffnen können. Somit bieten wir eine HS-Anlage an. Der dazugehörige Schließplan sieht so aus. Wie bereits besprochen, ist auch hier schon alles Wichtige eingetragen und wir sehen hier wieder einen übergeordneten Schlüssel, in dem Fall den Hauptschlüssel, der sowohl Position 1 die Wohnung und Position 2 die Arztpraxis schließen darf. Hier auch nochmal die Leserichtung der übergeordneten Schlüssel. Wir haben das hier abgekürzt, ÜGS. Immer senkrecht nach unten. Das bleibt, egal bei was für eine Anlage, immer gleich. Als letzte Anlagenart schauen wir uns nun noch eine GHS-Anlage an. Die Generalhauptschlüsselanlage, kurz GHS, bietet den größten Komfort für eine hohe Anzahl an Zylindern, da wir mit einzelnen Gruppen arbeiten können und Zentralzylinder integrieren können. Auch hier haben wir schon mal alles vorab eingetragen. Und nun sieht man schon, dass gerade die Tür- und Raumbezeichnungen hier unten wirklich wichtig sind, denn sonst verliert man relativ schnell den Überblick und so können einem auch durchaus schnell Fehler bei der Schließberechtigung passieren. Wir haben also hier verschiedene Räume einer Klinik. Aber wir sehen schon, nicht jeder übergeordnete Schlüssel hat die Schließberechtigung für alle Zylinder. Der HGS beispielsweise kann nur das Labor und die Untersuchungsräume 1 bis 3 schließen, wohingegen der GHS, das sagt ja aber auch schon sein Name, einfach alles schließen darf. Wir können hier auch sehen, dass tatsächlich nur ein einziger GHS angefordert wird. Das macht auch durchaus Sinn, denn wenn ein oder der GHS dann tatsächlich verloren geht, ist die ganze Schließanlage natürlich unsicher. Versuchen Sie immer mit möglichst vielen Teilberechtigungen zu arbeiten, um bei einem relevanten Schlüsselverlust nicht die komplette Schließanlage austauschen zu müssen. Aber eins können wir Ihnen verraten, die Routine im Ausfüllen der Schließpläne erlangt man relativ schnell, auch wenn eine GHS-Anlage auf den ersten Blick natürlich sehr komplex aussieht und es am Ende natürlich auch komplex ist, ist die Handhabung, wie Sie diesen Schließplan ausfüllen, immer die gleiche. Sollten jetzt dennoch Fragen offen sein, können Sie sich immer gerne bei uns melden. Und bevor wir jetzt wirklich zum Ende kommen, schauen wir uns noch ganz schnell die versprochenen gängigsten Artikel an. Hier vorne sehen Sie immer eine Zahlenfolge, das ist unsere Artikelnummer. Wir haben hier einmal den ganz normalen Profil-Doppelzylinder, den Halbzylinder und den Knaufzylinder. Hier beim Knaufzylinder müsste man dann zum Beispiel bei der Bestellung die entsprechende Knaufform mit angeben. Das war das, was wir im Beispiel 1 kurz besprochen hatten. Dann haben wir jetzt hier noch unseren Profil-Doppelzylinder mit einer blinden Seite und einer Schließfunktion, unseren Hebelzylinder und unser Hangschloss. Das war jetzt natürlich erstmal nur ein ganz kleiner Überblick. Alle weiteren Produktinformationen erhalten Sie über Ihren Ansprechpartner oder auch gerne in unserem Download-Center unter www.ces.eu. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass wir Ihnen die Schließplanerstellung etwas näher bringen konnten. Sollten Sie noch Fragen haben, sind wir jederzeit gerne für Sie da. Bis dahin, alles Gute und Tschüss!